Warum ein Werder-Spieler die Vorlage für das Logo der Bundesliga ist. Im Jahr 2001 erzielte Claudio Pizarro dieses Tor gegen Schalke 04. Und vielen von euch dürfte das bekannt vorkommen. Denn bei der Ballannahme hier wird Geschichte geschrieben. Die Haltung von Pizarro dient als Vorlage für das Logo der Bundesliga. Das Spiel damals hat Werder übrigens mit 2:1 gewonnen. Für mehr solcher Videos macht das Plus weg und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr wusstet,